Der Umweltcampus Birkenfeld ist ein Standort der Hochschule Trier, gelegen in der Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald an der Grenze von Rheinland-Pfalz zum Saarland. Rund 2300 Studierende aus mehr als 80 Ländern studieren in insgesamt 18 Bachelor- und 12 Masterstudiengängen. Sämtliche Studiengänge weisen einen unmittelbaren Bezug zur Nachhaltigkeit auf. Knapp 60 Professorinnen und Professoren lehren und forschen am Campus. Darüber hinaus arbeiten 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den unterschiedlichen Bereichen des Hochschulstandorts. Die Lehre und Forschung gliedert sich in zwei Fachbereiche auf, die Umweltplanung, Umwelttechnik und die Umweltwirtschaft, Umweltrecht, die sich in insgesamt 7 Fachrichtungen aufteilen. Die Forschungsinstitute und Kompetenzzentren am Umweltcampus verfügen über rund 4000 Quadratmeter Forschungsfläche. Darüber hinaus gibt es direkt am Campus 6 Studierendenwohnheime mit rund 750 Wohnheimplätzen. Der Umweltcampus liegt unmittelbar an der Bahnverbindung von Saarbrücken über Idar-Oberstein und Bad Kreuznach nach Mainz und Frankfurt am Main. Darüber hinaus gibt es einen direkten Autobahnanschluss auf die Verbindung zwischen Kaiserslautern und Trier. Trotz seiner naturnahen Lage in der Nationalparkregion ist der Campus damit zügig und gut mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Entstanden ist der Umweltcampus aus einem ehemaligen Militärkrankenhaus der amerikanischen Streitkräfte, welches von den 1950er bis 1990er Jahren bestand. Der Hochschul- und Lehrbetrieb wurde nach dem Umbau am 1. Oktober 1996 aufgenommen. Seit 2017 ist der Umweltcampus Birkenfeld gemäß dem Green Metric Ranking der grünste Hochschulstandort Deutschlands und auf dem 6. Platz im internationalen Vergleich. Der Umweltcampus bietet Studierenden und Studieninteressierten 13 Bachelor-, 5 Duale- und 12 Masterstudiengänge. Diese teilen sich auf in die beiden Fachbereiche Umweltplanung, Umwelttechnik und Umweltwirtschaft, Umweltrecht. Ein Studiengang ist gemein, dass es eine Ausrichtung zur Nachhaltigkeit und einen klaren Umweltbezug gibt, der in den einzelnen Studienprogrammen unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Die Studiengänge teilen sich in die einzelnen Fachrichtungen auf und decken das gesamte Spektrum der nachhaltigen Technik, Wirtschaft und Recht ab. So können neben technisch orientierten Studiengängen wie Maschinenbau, Informatik oder Energietechnik auch Schnittstellenstudienprogramme wie das Wirtschaftsingenieurwesen Umweltplanung oder erneuerbare Energien und wirtschaftsorientierte Studiengänge wie Umwelt- und Betriebswirtschaft oder Wirtschafts- und Umweltrecht belegt werden. Schließlich bietet der Umweltcampus auch ein englischsprachiges Bachelor- und Masterprogramm für internationale Studierende an.